Kommen wir noch einmal auf Lars Ricken zurück. Der 19-Jährige hat es im Moment wirklich nicht leicht. U21, Bundesliga, Champions League und dazu jede Menge Abi-Stress. Trotzdem bleibt der Junge ganz cool und ruhig. Aber er kann auch anders. Harte Musik war schon immer seine Leidenschaft. Youngster Lars Ricken konnte heute endlich seinen Traum verwirklichen. Zusammen mit seiner Lieblingsband Phantoms of Future und deren Sänger Sir Hannes nahm der 19-Jährige zwei Songs auf. Ich bin nun mal Musikfan und der Hannes eigentlich sehr großer Dortmund-Fan. Für den Gesangsunterricht von Sir Hannes gab es in der Pause Nachhilfe vom Meister. Lars Ricken bewundert aber nicht nur den Musiker, sondern auch den Menschen. Er war selber obdachlos und hat Drogen genommen und war alkoholsüchtig. Aber er hat von einem auf den anderen Tag aufgehört damit. Von selber, sondern durch seinen eigenen Willen damit aufgehört. Und jetzt hat er eine sehr erfolgreiche Musikband. Und mit dieser Band wird Lars Ricken im April ein Benefizkonzert veranstalten. Beim Zuhören ergreift selbst zum Mikrofon. Zusammen mit seiner Lieblingsband, den Phantoms of Future, steht er derzeit im Plattenstudio. Vor diesem Ohrenschmaus möchte oder darf ich mich schon verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder kurz vor 8 und achten Sie gleich bitte auf die Wortgewalt des Liedes. Ciao. Lass uns doch mal Mary Jane singen. Mary Jane, Mary Jane, Mary Jane, tonight. Rockmusik, die zweite große Leidenschaft des Jungstars aus Dortmund. Nun steht er zum ersten Mal selbst am Mikro. Doch an einen Karrierewechsel ins Musikgeschäft denkt der Fußballprofi nicht. Wenn man, sag ich mal, nicht so aus diesem Milieu kommt, also ich soll mich vielleicht eher auf meine Beine verlassen als auf meine Stimme. Borussia Dortmund kann den Torjäger im Rennen um die Meisterschaft also auch weiterhin fest einplanen. Willkommen im Beatclub Bundesliga. Wenn Borussias Lars Ricken nicht Fußball spielt, mag er es hart und kompromisslos. Teenie-Schwarm, Rocksänger und Fußballstar. Seine Tore extra klasse, seine Stimme extra breit. Obwohl man meine Stimme natürlich schon mit der von Mariah Carey verglichen hat. Mit wem? Mariah Carey, heißt sie so? Ja, ja. Oder Curry, ist ja egal eigentlich.